So, und jetzt wird die Dönerbude mit Basti geschmissen. Yo, 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 yo. Ich weiß nicht, ob er schon ready ist, to be honest. Ich hoffe. Bruder, lies bitte meine Dono. Ja, ich gehe gleich in den Call. Ich bei meiner Hochzeit. Ich bin Okt und Ger wieder öffnet. Und damit herzlich willkommen! Also, für Leute, die es ganz kurz nicht mitbekommen haben. Basti ist gerade noch in irgendwas drin, aber danach geht's los mit. Ah, das ist ein scheiß Intro, Bro. Egal. Basti ist gerade noch in Dings drin, in Geogesser und gleich geht's los mit Döner. Welches ganz gefällt, lass uns doch nach oben da. Hey. Und dann viel Spaß. Hey, Hände hoch. Sie sehen hungrig aus. Yo, yo, ich bin hungrig. Yo, yo. Haben wir zufälligerweise, wie viel Geld haben Sie gerade in Ihrer Geldbörse? 600 Euro. 600 Euro, damit kann ich Ihnen das Tagesmenü anbieten, wenn Sie, werter Herr, mir hier folgen wollen in Richtung des Okt und Gers. Natürlich. Bro, Basti, wie geht's dir? Wir schmeißen heute wieder die Dönerbude, habe ich gehört. Natürlich, Mann. Die Leute sind hungrig. Lasst uns mal ordentlich kochen, braten und backen, denn wir sind Alleskönner. Yeah. Ja, cool gesagt, Mann. Ey, Bro, ich muss mich noch ganz kurz umziehen und 500 Tabs zu machen, Bro. Ja. Und dann kann's losgehen. Ja, ich wollte gerade noch eine Sache zeigen. Es hat sich gestern Veto GLG tätowiert. Bro, ich habe das gesehen auf Twitter. Ich dachte, das war fake. Es ist tatsächlich echt. Hat er was verloren? Also eine Wette oder so? Ich weiß nicht mal ganz genau. Heißt, da muss ich noch zwei Tattoos von mir stechen lassen. Also zwei GRG-Motive, weil das sein Sub-Goal mal war. Und ich glaube, Veto war irgendwie da mit drin verwickelt. Das ist kranke Scheiße, Bruder. Kannst du kurz mal ein Bild raussuchen? Dann würde ich ganz kurz mich umziehen einmal. Easy, aber irgendwie ist Twitter down bei mir. Veto, kannst du mir das nochmal so schicken? Nein, ich ziehe mich ganz kurz um, Bruder, und dann... Nimm dir die Zeit. Ich muss halt kurz die Schürze holen, ne? Naja, ich versteh schon, was du mit umziehen meinst, mein Bester. Ah! Nevermind, Basti, hier hinten ist er doch. Was ist los? Ich hab doch alle da, Junge. Was ist los mit dir, Keule? Hast du wieder dein Outfit am Start, oder wie? Ja, Mensch. Klar, warum bin ich eigentlich deine mobile Dropbox wieder, dass ich jetzt hier irgendwie deine Scheißbilder bekomme auf Discord? Oh, Bruder, ich muss das irgendwo hinschicken. Ja, schick es doch selber einfach auf WhatsApp hier selber. Hallo, klopf, klopf. Ja, das ist 2024. Das ist kacke. Das ist kacke, aber mir reinballern ist besser, ja? Ach, Basti, muss ich mich heute umziehen, mir ist ganz schön kalt. Oh, och, Kevin, ne? Ich fröste. Ich sag dir so viel. Bist du bereit, ein erfolgreicher Streamer zu sein? Ha? Nein. Kevin, wir haben gesagt, wir machen so und so viele Stunden zu diesem Game. Du hattest mir versprochen, diese Schürze anzuziehen. Und das wird jetzt auch durchgezogen, ansonsten ist der Kunde böse. Als hätten wir so einen Vertrag gemacht, Bro. So. Oh mein Gott, Veto, das sieht also wirklich... Darf ich es heute übers T-Shirt anziehen, Basti? Nein, dann werden wir weniger verdienen. Veto, ich sag dir ganz kurz, der Kuchen sieht sehr, sehr traurig aus. Ich bin Bastis Bitch, Chat. Was hast du gerade für ein Wort gesagt? Ah ja, gut, für die Subs mache ich alles. Wie er lacht. Ey, aber der Kuchen hat da wenigstens geschmeckt. Deutscher Onlyfans, Alter. Ich würde dir erlauben, Handschuhe anzuziehen. Er wird mich nicht hören, ne? Hast du gerade gesagt, du würdest es mir erlauben, Handschuhe anzuziehen? Ja, so ein bisschen auf Hygiene. Und du könntest dir ein Haarnetz noch machen. Das sind die einzigen Klamottenteile, die ich dir jetzt erlauben würde, noch für die zusätzliche Wärme. Das ist so krank, dass ich die Scheiße mitmache, ne? Ach, das war Bienenstichweh. Oder mit der kurzen Hose sieht halt auch Retalk aus, als wäre ich komplett nackt. Ja, das aber... Sieht das mal an. Es sieht aus, als hätte ich... Guck mal, Retalk... Es sieht aus, als hätte ich nichts an. Ey, ja, du hast auch übrigens an Luis, der wird schön. Louis, ja. Louis. Luis ist clever und zieht sich auch direkt mal was an, ne? Bro, Rita, ich könnte so Kleider rocken. So ein Sommerkleid, you know? Ja, warum nicht? Ein bisschen luftig, ja? Bro, das würde mir fucking gut stehen, holy shit. Mhm. Es gibt zwei Dinge, die müsst ihr euch merken, die Kevin sehr, sehr, sehr an sich selber mag. Einerseits sich selber einfach nur die ganze Zeit zuhören und sich die ganze Zeit auch selbst angucken. Und fett im Sack kratzen. So, und jetzt rein in den Dönerbude. Ich wasche auch nicht das die Hände. Das ist wirklich eine Sache. Du bist ein öffentlicher Sackkrauler und Hand auch einfach. Du lässt sie da auch einfach AFK, ne? Du lässt sie da einfach mal so zwischengeparkt. Oder sag doch nicht AFK, Digga. Ja, Digga, die Hand. Ey. Retalk, die Hand. Das ist halt überhaupt nicht so oft mal auf heimlich so. Du lässt die da einfach so. Das ist so wie so ein halbes Hähnchen. Das ist wie so ein halbes Hähnchen, was da so auch einfach dauerhaft an diesem Ofending da so bleibt. Früher beim Fahrradfahren, wenn es im Winter kalt war, du fährst Fahrrad, Digga, du denkst dir so, boah, Digga, die Hand friert ab, Junge, und so schön. Keiner. Keiner schön hat sich dann beim Fahrradfahren an den Sack gefasst. Na, klar, alle. Alle. Was? Alle. Keiner fässt sich beim Fahrradfahren an den Sack? Alle machen das, nur keiner gibt zu. Ja, ja, stimmt. So. Ja, Leute, jetzt, ey, fuck, ey. Ich weiß doch, damals früher im Winter Handschuhe mal zu Hause gelassen. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich habe doch Sack. Bro, Real Talk, alle. Alle, ihr lügt gerade nur.
Das ist krass. Bro, Kevin, überleg ganz kurz. Du bist der Typ gerade mit der Schürze um 21.07 Uhr nein, mit deinem scheiß 1-Liter Drink und du willst uns davon erzählen, was normal ist. Okay? Bro, ich mach das, um hydriert zu bleiben, halt hier oben, um klar zu bleiben, Basti. Bro, ja, um hydriert zu bleiben, fährst du dir an den Sack oder was? Und um deinen Hunger zu stillen, isst du deine scheiß Tapete da hinten. Junge, das sieht schrecklich aus. Bro, jemand meinte heute, den fand ich krass, warte. Jemand meinte heute, dass er da hinten Oggi und die Kakerlaken drin sieht, Bro. Ja, es sieht wirklich aus wie ein Kunstwerk so ein bisschen. Es sieht so aus, als ob, wenn es eine Glasscheibe wäre, dass von der anderen Seite jemand so da mit so blutenden Händen da so, weißt du, so. Ja, so. Ey, wahrscheinlich ist das Real Talk, weil das jemand so festgemacht hat. Und das sind die Stellen, wo es besser geklebt hat, oder? Ja, krass. Das ist, das wird es wahrscheinlich so sein. Das ist interessant, holy shit. Willst du noch ganz kurz, aber musst du aufpassen, nicht, dass du Hunger bekommst. Ich zeig dir nochmal ganz kurz den Kuchen von Veto. Veto hat dich halt gestern tätowiert und tatsächlich... Was ist jetzt mit dem Kuchen? Oh mein Gott. Ich sag dir ehrlich, der Kuchen sieht... Bro, das ist fucking ekelhaft, holy shit. Was ist das? Vierfacher Bienenstich. Der sieht so räudig aus. Hat der eine Wette verloren, oder was? Ich weiß nicht, das war wohl einfach gestern Vetos Stream. Sich halt GRG auf den Finger tätowieren lassen und, den Kuchen anscheinend zu backen. Bro, das Ding ist verrückt. Das ist kranke Scheiße, man, Real Talk. Nochmal ganz kurz zu dem Tattoo. Ich habe vorhin kritisiert, dass, ich schick's dir gerade auf Discord, das lädt nur Ewigkeiten hoch, dass das vielleicht ärgerlich sein könnte, wenn man in ein paar Jahren realisiert, dass man vielleicht die Gs hätte gleich schreiben sollen. Also mich... Boah, das ist echt unsatisfying, holy shit. Boah, Alter. Das ist kranke Scheiße, ja. Aber das Ding ist, man muss sagen, auf Biggest Meat Rider schreibt einer. Ich finde aber, auf den Fingern geht's, also das hält halt nicht, also ne, das ist halt in ein, zwei Jahren ist es weg. Ja, ja, muss nachgestochen werden. Ja, oder halt du lässt es halt. Nee, alle zwei Jahre nachstechen. Hallo, Basti. Oder halt neun Finger. Oder neun Finger rannähen, oder wie? Nee, neun Finger tätowieren. Ach so. Check. Ja, komm rein in den Döner, Bruder. Lass uns ein paar Kunden bedienen. Die Leute haben Hunger. Ey, da haben die Leute am Bock. Digga, wie du da sitzt mit deinem Drink, ne? Ich sag dir ehrlich, dein Trink-Setup ist aber auch echt besonders. Das ist mal der Creeper-Bottich, dann ist es das Teil, ja. Dann ist es eins... Die letzten Tage habe ich in diesem hier getrunken, aber Marshall verbietet mir meistens, mit dem hier zu trinken, weil ich habe im Stream, das sind meine, also unsere, also Marshall und ich finden beide, dass die Gläser am coolsten sind, die wir haben. Ich habe von denen schon zwei kaputt gemacht und wir haben nur sechs. Das heißt, es ist auch jedes Mal wirklich ein krasser Crit, wenn die weg sind und ich habe keine Ahnung mehr, woher wir die haben. Naja. Und da steht auch wirklich nichts drauf. Und ja. Hast du gerade gesagt, dass du in diesem Glas getrunken hast? Weiß ich nicht, kann sein. Ikea? Nee, Ikea gibt's nicht. Sind das Ikea-Gläser? Ich weiß nicht, kann sein. Nein, Bro, wenn das Ikea-Gläser sind, dann sind die super rare. Ja, Real Talk. Ich kaufe nicht Ikea, ich kaufe nur teure Sachen. Yeah, man, Puppe Platte! Yeah, zeig's ihnen, Mann, ey. Bist du schon online, mein Man? Ich bin gerade im Intro. Was geht ab, Leute? Vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute geht's mal wieder ab. Und heute starten wir mit Let's Play Kebab Simulator. Papa Platt ist auch schon am Start und guckt mal seinen linken Nippel. Yo. Ach nein, Basti, du hast mich exposed. Oh Mann. So, ja, ich gehe in. Es ist schon wieder kranke Scheiße, Leute. Ich kann das hier alles nicht mehr. Ich muss aber vorher pullern. Boah, Kevin, ich bin wieder geosüchtig. Ich hätte mir einen normalen Job suchen sollen. Was ist das für eine Scheiße? Darf ich heute, by the way, nebenbei an meiner Farm Afkan Minecraft stehen, oder ist das verboten? Oh, Digga, der war doch heute pumpen, Alter. Holy shit. Ah, nee, aber gestern war ich pumpen. Das zu machen. Ja! Alter, Basti, wie findest du diese Bad Boys hier? Ja, boah, zeig's gerade. Der geht doch viermal die Woche. Ja. Ja, ihr könnt euch noch daran erinnern, was ich vor fünf Minuten gesagt habe. Kevin liebt es, sich selbst zuzuhören und auch sich selbst anzugucken. Also wirklich, der Junge muss kurz überlegen, wer die Zeit überbrückt. Was mache ich? Jo, ich zeig mal meine Muskeln. Jo. Nee, irgendwer hat das donated, Bro. Mach jetzt nicht den. Ja, ja. Ey, Papa Platte, hier hast du 10 Euro. Bitte zeig mir mal, wie stark du bist. Hey, yo. Ja, kein Problem, Digga. Oh, hier. Seid froh, dass ihr nicht im selben Raum seid. Oh Mann, als wäre ich so ein übelst kranker Narzisst einfach, Mann. Ist das scheiße, Digga. Ja, ich weiß, dass man meinen Nippel sieht. Shut the fuck up. Was soll ich machen dagegen? Das Ding ist zu schmal. Seid ihr zufrieden mit dem Bericht über Okt und Gär aus der Kebab Times? Bro. Okay, ich bin jetzt auf Klo, Kevin. Was ist das für eine kranke Scheiße hier? Jemand hat eine Website gemacht. Das sind wir. Ich bin arbeitssüchtig.
Ich auch. Das sagen unsere Gäste. Mein Mann und ich waren super happy, kommen gerne wieder. Ich esse generell nicht gerne, aber gehe ab und zu dorthin und esse for free, weil die zwei unnötig optimistischen Suchtis zum Feierabend alles bei mir verzocken. Musste die Fliegen noch etwas nachwürzen. Ansonsten tippitoppi. Such dir jemand anderen für dein Foto, für deine scheiß Website, du dumme Sau. Unser Team. Digga. Impression aus der Küche, Digga. Presseberichte. Verdorbenes ist nicht automatisch schlecht. Ocht und Gär sorgt für Kebab-Revolution. Bro, was ist das? Die Kebab-Götter, die mit Tradition und Blackjack die Stadt erobern. In einer enorm beeindruckenden Erfolgsgeschichte haben zwei junge Geschäftsmänner den Kebab-Laden ihres Vaters übernommen und binnen kürzester Zeit zu neuen Höhen geführt. Ohne besondere Vorkenntnisse in der Branche übernehmen sie in kurzer Hand den kleinen, vergleichsweise fast mickrigen, nahezu lächerlich kleinen Kebab-Laden des Vaters. Führten diese einige Tage mit nie dagewesenem Erfolg, um ihn anschließend zu einer, einer größeren Lokalität namens Okto und Gär weiterzuführen. Digga, holy shit. Die beiden Brüder haben nicht nur die Tradition ihres Vaters bewahrt, sondern auch eine erfolgsversprechende Taktik eingeführt. Jeden Abend nach getaner Arbeit suchen sie die örtliche Bar auf, um beim Blackjack ihr Glück zu versuchen. Meist verzocken sie dann alles, weil sie dumm sind. Doch trotz regelmäßiger Verluste gelingt es Kevin und Basti, die Einnahmen des Kebab-Ladens zu steigern. Die Tradition von Kevin und Basti besteht nicht nur darin, köstliche Kreationen anzubieten, sondern auch aus bereits verdorbenen Lebensmitteln besondere Gerichte zu zaubern. Verdorbenes ist ja nicht automatisch schlecht, sagt Kevin, einer der Besitzer im Interview, stolz. Ich sag ja immer, kannst du noch nehmen, merken die nicht. Ja, kennt seinen Bruder Basti. Schelmisch. Ist das krank. Ist das krank. Bro, ich hätte erst ein bisschen Angst, auf den Link zu klicken und ich bin sehr froh, dass ich es getan habe, Bro. Was eine kranke Scheiße, Digga. Oh mein Gott, ey. Ey, good one, Bro. Good one. Simon, sehr guter Link. Sehr guter Link. Oh mein Gott. Ey, Bro, jemand hat eine Website gemacht zu Ocht und Gär. Der Link sah überscuffed aus, aber ich hab draufgeklickt. Soll ich sie übertreiben? Dann brauchst du selber nicht draufklicken. Ich bin wieder zurück von der Toilette, Kevin. Warte. Bro, das ist so kranke Scheiße. Hier, ich übertrage dir. Eine Website zu Okt und Gär. Ja, sag, wenn du offen hast. Ich hab offen. Okay, also pass auf, Okt und Gär, das sind wir. Dann haben wir hier, ich bin arbeitssüchtig, ich auch. Das sagen unsere Gäste. Das sagen unsere Gäste. Musste die Fliegen noch etwas nachwürzen, ansonsten tippitoppi. Ja. Denn hier unser Team fand ich auch stark, Digga. Impression aus der Küche. Dann hier Pressebericht aus der Kebab Times. Verdorbenes ist nicht automatisch schlecht. Ist ein, ja. Okt und Gär sorgt für Kebab-Revolution. Und dann hier unten fand ich am besten, Bro. Warte, hier, aber den fand ich stark. Ohne besondere Vorkenntnisse in der Branche übernahmen sie kurzerhand den kleinen, vergleichsweise fast mickrigen, in Klammern nahezu lächerlich kleinen, Kebab-Laden des Vaters. Führten diesen einige Tage mit nie dagewesenem Erfolg, um ihn anschließend in einer größeren Lokalität namens Okt und Gär weiterzuführen. Und dann hier unten fand ich auch noch stark, die Tradition von Kevin und Basti besteht nicht nur darin, köstliche Kreationen anzubieten, sondern auch aus bereits verdorbenen Lebensmitteln besondere Gerichte zu zaubern. Und dann sind hier noch zwei Zitate. Verdorbenes ist nicht automatisch schlecht, sagt Kevin, einer der Betreiber im Interview, stolz. Ich sag ja immer, kannst du noch nehmen, merken die nicht, ergänzt dein Bruder Basti schelmisch. Digga, schelmisch ist so krass. Aber sehr passend. Ich finde, man müsste auch mal eine Liste mit allen Charakteren, die wir schon in unserem gesamten, auch die ganzen Nebencharaktere, Side-Characters müssen mal aufgelistet werden. Digga, dann hier Kontakt. Möchten wir nicht. Lassen Sie uns bitte in Ruhe. Digga. Stell dir vor, du wärst bei so einem echten Restaurant, wenn das würde da stehen, Alter. Das ist so eine starke Website. Es ist Geschichte geschrieben. Oh mein Gott, ist das dumm, ey. Einmal wieder GTA. Ich bin ready. Ich weiß nicht, ob die Welt ready ist für das, was wir vorhaben. Ja, du sagst das, Mann. Oh mein Gott, jemand hat mir die Gläser gelinkt. Nee, das sind andere, oder? Ich speichere es mal ab. Leute, ihr müsst gar nicht gucken, ob sie richtig aussehen. Einfach nur, wenn sie teuer genug sind, dann kommen sie für Kevin in Frage. Okay, Bro. Ey, guck mir kurz neues Wasser. Boah, ich glaube, Kevin lässt mich halt wieder ein bisschen alleine alles vorbereiten.
bevor jetzt der Tag losgeht, weil er weiß, dass ich das so gut kann. Ich glaube, das ist einfach von Kevin auch ein Zeichen von Vertrauen, dass er mich immer das groß vorkochen lässt und dann gleich sagt, naja, ich mache auch gleich. Und dann stellt er die Teller mit den fertigen Sachen, die wir davor, also die ich schon davor gemacht habe, einfach hin und sagt, wir haben doch gleich viel gemacht. Hassi, ich wurde erstmal ausgelacht, als ich gerade in meinem Auto rausgelaufen bin. Was sagst du dazu? Er holt nur Wasser, das hatte ich heute auch. Kevin schreibt mir, ja? Basti, hast du kurze Zeit, weil er irgendwas besprechen wollte. Ruft mich an. Okay, nee, ich darf nicht. Nee, erzähl, ich ruf dich an und dann? Nee. Nee, sag. Du rufst mich an, ich bin nicht rangegangen, aber ich habe in derselben Minute noch direkt zurückgerufen. Du gehst 10 Minuten nicht ran. Ich hab dir noch währenddessen geschrieben und nach 10 Minuten schreibst du mir, ich muss mir noch ein Wasser holen. Ja, hä? Was fandest du daran so weird? Dass du, ich habe gedacht, es ist ein Notfall. Ich habe sofort zurückgerufen. Nein. Du erzählst die Story falsch. Na, erzähl sie doch besser. Ich habe dir auf Handy, auf WhatsApp geschrieben. Hey, bist du gerade da? Hast du Zeit? Hast du geschrieben, yo. Dann habe ich geschrieben, DC für Discord. Da habe ich dich schon auf Discord angerufen. Ja, züchtiger, ich war noch nicht mal am PC. Ich stand noch im Ostflügel. Ich muss jetzt mal mit dem Roller rüberfahren. Nee, Bro, ich war noch in der Küche und hab mir halt ein Wasser geholt, Digga. Ja, ist doch okay, mein Bester. Ich bin hier fleißig am Backen. Was machst denn du gerade? Ach, guckst du zu? Ich bin am Nüsse fressen. Kevin, wir können beide noch Fähigkeiten spielen. Jemand hat heute gefragt, Basti, ob wir unseren 72-Stunden-Stream nochmal machen. Wir hatten mal irgendwann gelabert, dass wir vielleicht einen Stream machen, wo wir beide vor Ort sind. So ja. Ein Wochenende, so LAN-Party-mäßig. Ich hab an dem Traum immer noch festgehalten. Du warst zwischendurch ein bisschen abgeneigt davon. Aber dann kam ja nichts mehr. Du bist ja Initiator. Du musst auch wenn die Sachen immer auf mich zuschieben, Basti. Kevin, das Problem ist, es ist halt sehr oft dieses selbe Muster, aber irgendwie ist da halt auch was dran. Ich höre dich nicht. Ah, das ist es jetzt. Sehr erwachsen von dir. Sehr erwachsen von dir. Ich höre dich nicht. Red mit dir. Nee, aber ja, hätte ich Safe Call Bock drauf, Kevin. Ja, okay. Dann lass uns nochmal angehen. Wollen wir dann 72 Stunden Minecraft spielen? Klar. Mal was anderes bei dir auf dem Channel, sagst du? Leute, ich hab's probiert. Was soll ich machen? Ne, die Leute kaufen. Also, müssen wir es vielleicht so machen, dass wir nur zwei Sachen anbieten? Wollen wir mal probieren? Dass sie dann halt nur das Essen essen? Lass mal zwei Tage. Digga, Kevin, du wirklich, du kaust gerade wie ein Braunbär. würde ich jetzt nicht sagen, aber. Digga, hat Marsha das in ihre scheiß Insta-Story gemacht? Ist das bodenlos? Hä, was hat sie gemacht? Der Mann sagt, er ist bei der Arbeit. Ist das dreist. Marsha hat mich gerade gefilmt, als ich rausgelaufen bin. Und ich meinte zu ihr, ich bin gerade auf Arbeit. Hat sie mich gefilmt, ist das frech. Also das ist Real Talk, ne? Das ist der Support, und die Scheiße, und das, den ganzen Bottich isst du jetzt nebenbei. Und das muss ich jetzt mithören. Oh mein Gott, wie du die Dinger da trocken kaust. Was denn, Alter? Was denn, was sollen wir am besten leveln? Steht da seit 20 Minuten in der Ecke und lass mich hier 18 Croissants backen. Was sollen wir machen? Wir leveln so langsam. Ist der sauer. Ist der sauer. Der hat doch heute noch nicht gefickt. Oh Mann, ey. Was Bro, es ist halt einfach immer, wenn es für dich, also dass du immer irgendwie einfach scheiße vulgär werden musst, ne? Es ist so. Ich würde gar nicht mal sagen, dass ich das sonst auch mache. Es ist nur so witzig, weil du es bist. You know? Ja, ich verstehe das. Das ist das Komische, das ist immer das Argument, dass bei mir das aber in Ordnung ist, dann so zu sein. Ja, aber hier macht es irgendwie Spaß. Deswegen, ich weiß, dass du es bei jedem anderen so scheiße fändest, wenn ihr es bei dir macht. Aber ich find's mega witzig, weil ich weiß, du verzeihst es mir, you know? Guck mal, wenn jetzt so jemand wie Norix es machen würde, würdest du nie wieder was mit dem machen. Mann, das Ding ist. Bei Noriax und mir ist das aber auch eine ganz andere Storyline, weil. Ja, das ist mehr so, als wärst du sein. Das wäre mehr so, als wärst du sein Vater. Das ist die Story. Ich habe letztens mit seiner Mutter geredet. For real? Ja. Und warum? Sie war am Telefon. Und, was hat die so gesagt? Nur, dass sie sich auf den Urlaub freut. Und ich meinte so, ja, der Norex ist hoffentlich lieb. Norex sagt immer, dass seine Mutter meinen Stream guckt. Und ich soll bitte keine Scheiße labern. Deine Mutter ist sub bei mir. Ja, ich glaube bei mir auch. Das ist so verrückt. Aber ey, aber sie egal welches Alter, man kann gutem Content nicht widerstehen. Meinst du, sie ist bei ihrem eigenen Sohn nicht sub? Das wäre nämlich crazy, finde ich. Stell dir vor, sie ist beim Norex selber jetzt nicht sub, einfach. Nee, aber 72-Stunden-Stream? Boah, mit dir 72 Stunden ein Wochenende in einem Raum zu sein, Kevin, ich weiß nicht, ob ich das bereuen würde. Wären wir auch wirklich in einem Raum? Ja, müssen wir, ne? Sonst macht's keinen Sinn. Mann, Junge, ich habe halt so Angst, dass dann irgendwie mir das
dass die Kamera irgendwie umfällt. Irgend so eine dumme Scheiße. Wir müssen dann dir irgendwie so einen Knopf machen. Oh, ich bin muted. Ich meine, so, ich habe übelst Angst, dass dann irgendwie mir das dann irgendwie umfällt oder so, die Kamera. Aber stell dir vor, wir machen dir so einen Knopf hin, okay? Wir machen dir so einen Knopf hin, dann kannst du so draufdrücken und dann kommt so ein Nebel, einfach so ganz schnell. Mann, Digga, was ist das? Und dann machst du denkst, so, dann verschwindest du einfach. Du stehst so vor der Tür und dann fällt die Kamera um und dann so, oh, Basti, schnell den Knopf! Bip. Und dann ist der ganze Raum voller Rauch und du verlässt einfach über die nächste Tür. Du bist das größte Opfer. Allein, dass du denkst, dass du mit einer scheiß wackeligen Facecam in meiner Nähe streamen wirst und dass stattdessen wir einen Notfallbutton, der die Kamera deaktiviert, eine Nebelmaschine installieren, die alles halt nebelig macht. Ich sag, die Nebelmaschine ist die Idee. Du bist gerade einfach unnötig am Haten über die Nebelmaschine. Die Nebelmaschine ist eine krasse Idee, Digga. Vor allem der Nebel, ist so, der kommt voll langsam, erst von unten nach oben. Man sieht so meine Beine nicht, aber Gesicht ist so voll da. Oh Mann, ey. Bro, jemand hat in Königs Wusterhausen Opt und Gaggen. Oh mein Gott, Bruder, what the fuck? Mich nehmen Los Tacos. Ach, der pennt wieder bei der Arbeit. Ist das eine Frechheit? Oh mein Gott. Digga, das ist Star Chat, wo die Kanalwurst ist. Ja, Leute, ne? Manchmal werde ich ja auch gefragt, wie ist es, mit Kevin zusammenzuarbeiten? Oh mein Gott. Bruder, Leute haben das als Google Maps Eintrag gemacht. Oh nein. In meiner Hometown. Neben der Kanalwurst, Digga. Haben wir Bewertung? Ja, 4,1, Digga. Alter, imagine, da ist wirklich schon mal jemand hingegangen aus Versehen. Bro, meinst du, im Real Life würde jemand zu Okt und Gär gehen wollen? Nee, ich glaub nicht. Vor allem ist auch ein Bild von dem Restaurant, das ist einfach so dieses Restaurant hier. Also in-game halt. Bro, ist das scheiße.